Hallo, mein Name ist Matthias Dick. Ich arbeite bei der Sika Services AG in der Schweiz und bin dort zuständig für die Entwicklung des Fenster- und Türengeschäfts weltweit. Mein Name ist Urs Ühlinger von der Berner Fachhochschule. Ich leite den Bereich Fenster-, Tür- und Fassadentechnik am Departement Architektur, Holz und Bau. Ich heiße Kai Brockmüller, arbeite für die BASF in Ludwigshafen und beschäftige mich mit technischen Kunststoffen und deren Einsatz in dem Bauwesen. Wir sind heute hier an der Berner Fachhochschule in Biel, weil die Firma BASF und die Firma Sika eine grundlegend gute Idee haben für die Verbesserung des Kunststofffensters. Das Ziel dieser Idee ist, dass man mehr Designfreiheit in Fenstern bekommt. Dazu gilt insbesondere, dass man die Rahmen schmaler machen kann, das heißt größere Durchblicke durch die Fenster. Ein sehr angenehmer Nebeneffekt ist, dass auch die Produktion vereinfacht wird. Und wir haben diese Technologie SUR-Technologie getauft, weil wir den Sika-Klebstoff Sika Fast einsetzen und das BASF-Material Ultra Dur und eine Aussteifung schaffen, auf Englisch Reinforcing. Wir sind dabei, weil wir schon länger mit geklebten Fenstersystemen arbeiten, auch in der Entwicklung. Und wir haben einen Vorschlag gemacht, wie man die grundlegenden Eigenschaften dieses Fensters und dieser neuen Technologie überprüfen kann. Und das schauen wir uns jetzt an. In dieser Doppelklimakammer können wir verschiedene Klimate simulieren. Einerseits Innenklima auf der einen Seite, auf der anderen Seite kalt, sehr kalt, also Frosttemperaturen und auch die warmen Temperaturen im Sommer mit Sonneneinstrahlung. Was wir hier sehen, ist der Versuch mit erhöhter Temperatur. Auf Vorgabe von Sika und BASF haben wir hier bis 80 Grad Oberflächentemperatur geprüft. Und wir haben erwartungsgemäß eigentlich eine starke Verformung bei beiden Fensterelementen gemessen. Racking-Test, wir messen die Verformung unter einer Last von 800 Newton. Und wir haben wieder beide Systeme verglichen, die SUR-Variante und das herkömmliche System. Von den Ergebnissen her ist die SUR-Variante deutlich besser und wir haben geringe bleibende Verformungen. Am Fensterprüfstand können wir Verformungen messen unter Windlast. Die SUR-Version hat gegenüber der Stahlversion besser abgeschnitten, im Druckbereich um 20%, im Sogbereich um 15%. Die Verformungen sind minimal und kaum sichtbar. Wir sind hier bei unserem Dauerfunktionsprüfstand für Öffnen, Schließen, Kippen von Drehkippfenstern. Urs, wie viele Prüfungen habt ihr jetzt schon gemacht an diesem Fenster? Also wir haben 10.000 Zyklen hinter uns. Das Ziel ist aber die 20.000, das wäre die Höchstklasse nach der EN-Norm. Nach unserer Erfahrung ist es eben auch so, dass geklebte Fenster besser reagieren bei dem Test wie nicht geklebte Fenster. Herr Dick, wir haben heute viel gelernt über die SUR-Technologie, haben einige Prüfungen gesehen. Wie sieht Ihr Resümee aus? Wie zufrieden sind Sie? Ich bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen, weil diese Technologie bietet Möglichkeiten für neue Konstruktionen und ich bin sicher, dass es Interessenten dafür gibt. Herr Ühlinger, die Berner Fachhochschule hier in Biel hat viel Erfahrung mit dem Thema Klebetechnik. Wie ist die Chance aus Ihrer Sicht, dass das, was wir heute mit der SUR-Technologie gesehen haben, den Weg auch in ein fertiges Produkt schafft in nächster Zeit? Also wir sehen es schon als deutliche Weiterentwicklung gegenüber den heutigen Systemen. Einerseits haben wir einen steiferen Klebstoff in Verbindung mit einem steifen Profil, mit dem Ultradur-Profil. Und das ergibt deutlich bessere statische Eigenschaften und ich bin sicher, dass man das auch im Markt besser positionieren kann. Herr Wiederkehr, die Projektpartner hatten mit das wichtigste Ziel, nämlich auf die Stahlaussteifung zu verzichten. Wie ist aus Ihrer Sicht das Ergebnis zu bewerten im Vergleich zu den stahlunterstützten Konstruktionen? Die SUR-Technologie hat in den Versuchen gut abgeschnitten, in vielen Bereichen eben besser als die Stahlvarianten. Deshalb ist das sicher eine sinnvolle Weiterentwicklung. Herr Dr. Brockmüller, was heißt das jetzt für Sie? Was sind die nächsten Schritte? Da die Ergebnisse so positiv waren aus den realen Prüfungen, ist für uns der nächste Schritt die Arbeit mit Kunden. Also
Wir freuen uns darauf, der Matthias Dick von Sika und ich, Kai Brockmüller von BSF, wir freuen uns darauf, wenn Interessenten Kontakt mit uns aufnehmen und wir dann eben mit Ihnen besprechen können, wie in Ihrem Haus ein jeweiliges System passgenau in dieser Technologie realisiert werden könnte. Herzlichen Dank und alles Gute.